diesem Video siehst du die häufigsten Anfängerfehler beim Bäumefällen. Viel Spaß! So, bevor man anfängt, einmal nicht den Sohlenschnitt. Hallo! Bevor man anfängt, einmal Baum beurteilen und abputzen. Im Moos befindet sich nämlich Sand. Über die Jahrzehnte und sie dort abgelagert und der gehört weg, dass die Schneider nicht kaputt wird. Ja, an dieser Stelle bitte ich auch um ein Like. Fellrichtung bestimmen, nein, nicht ungefähr. Sollte schon genau ein Punkt sein. Er steht gerade, ja, der Stammfuß ist in Ordnung. Schaut mir grundsätzlich gesund aus. Ja, eigentlich müsste man auf den Punkt zielen. Schauen wir genau. Wo schaut denn der Motorsäge hin? Ja, so wird man auch nicht visieren können. Da muss man über die Visierung schauen. Hallo. Ja, jetzt sieht man, genau, jetzt kann man wirklich die Fehlrichtung bestimmen, wenn man über die Visierung schaut. Genau, dann kann man den Sohlenschnitt schön zu Ende führen. Bisschen tief hast du schon begonnen, aber wenn es passt, dann kann man es so lassen. Also korrigieren kann man da nicht mehr viel. Und jetzt machen wir den Dachschnitt. Die sollen sich genau treffen in 45 Grad. Ja, es schaut jetzt sehr übertrieben aus, aber ganz viele Anfänger machen genau diesen Fehler. Also lassen sie von der Stammrundung täuschen, schneiden und zum Schluss meistens noch unterschneiden, den Vollkörper dann irgendwo noch. Ja, da wäre der Sohlenschnitt. Jetzt gibt es eigentlich einen Trick, da kann man sich kleine Stöcke einstecken. Man sucht sich zwei so Astel, die hier den Durchmesser entsprechen und stecken die in den Sohlenschnitt und so kann man super visieren. Man schaut über das Schwert und tut sich viel leichter beim Treffen. Genau. So, ein bisschen nachputzen noch. Hans macht das gescheit. Die Schnitte treffen sich ganz genau. Man sieht jetzt schon, er ist verfault. Er ist schlecht. So, eigentlich schneiden wir da halt die Wurzelanläufe nicht, aber wenn er schlecht ist, weil ja das Splintholz verschwindet. Also das ist eigentlich der Fehler. Und sehr viele Anfänger machen jetzt folgenden Fehler, das zeige ich jetzt auch noch. Und schneiden die Wurzelanläufe sehr tief. Das ist überhaupt nicht notwendig. Erstens einmal unnötige Schnittzeit und zweitens schneiden wir da im Träger umeinander. Also wie ich zuerst schon gesagt, im Moos ist der Sand drinnen. Es kann sein, dass was verwachsen ist. Ja, auf Höhe der Fallkerbsohle wäre das okay, aber er ist verfault und aus dem Grund brauchen wir eigentlich das Splintholz. Der Splint ist der wasserführende Teil, der wirklich gut hält. Es ist nur Ekel vorhanden vorne, insofern wird es schon passen. Markieren, ja, die Bruchleistenbreite markieren wir sie nie mit dem Schwertspitzel Oberseite zum Baum fahren. Da gibt es den, wie es auf Englisch heißt, Kickback oder Rückschlag. Da kann es an die Motorsäge vor ins Gesicht hauen. Sägenkörper am Boden. Dann gibt es da kein Problem. Ja, da tanzt er ganz schön miteinander, Hans. Das ist bei gefrorenem Holz so. Kann es so passieren. Im Stehen geht es natürlich auch noch besser mit der Schwertunterseite. Genau. Und wenn die Rinde da ist, ist das alles ein bisschen stabiler. Er macht noch einen Splintschnitt. Bei einem verfaulten Baum macht man normal keinen Splintschnitt, gell? Und ich mache den Splintschnitt gern von vorne, dann sieht man, wie tief man ist. Ja. Wird schon halten, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich nichts, wenn man da Splintschnitte macht. Fellrichtung bestimmen, kontrollieren mit dem Zollstock. Ja, wenn man so seitlich ist, dann wird es nichts werden. Man lässt sich da wirklich irritieren von der schiefen Sehne von der einen Seite, das ist nichts. Man sollte wirklich schön zentral über dem Spitz sein
dann kann man es wirklich schön kontrollieren. Ja, auf der Stelle bitte um ein Abo, wenn euch das gefällt, diese kleine Show, dann drückt zum Abo-Knopf. So, jetzt sticht er in den Baum hinein. Hallo, stopp, hast du nicht was vergessen? Visier, Gehörschutz, Warnruf. Rundumblick, genau richtig. So. Stopp, halt. Jetzt schau mal, wo du hinstichst. Du stichst extrem nach vorne. Also du lässt dich gerade von der Rundung täuschen. Schau über die Visierung, da sieht man es. Irgendwo hin die Prärie. Ja, diese Richtung wäre nett. Und das sieht man komplett schief. Genau, schön ausrichten. Man kann sich nach vorne orientieren. So, stopp, stopp. Bitte mitten in den Baum stechen. Also ein bisschen Abstand zur Bruchleiste. Wenn du ein bisschen schief bist, ist sie abgeschnitten. Ja, genau, ein wenig nach hinten schneiden. Genau, da geht es schon. Durchstechen, leicht nach hinten stechen. Oje, zu tief. Ja, das macht jetzt nichts. Er wird sehr schwer zum Keilen gehen, glaube ich. Genau, wir schneiden links und rechts bis zur Markierung. Das kommt aus dem Grund, weil der Hintern sehr weit in der Höhe war beim Schneiden, dann sticht man meist nach unten. Ein Stützband belassen. Ja, das Werkzeug sollte eigentlich vor Ort sein, vor der Fällung. Das wäre schon super, wenn die Axt da ist und wenn der Keil da ist. Ja. Den Keil bitte mit Abstand setzen zum Halteband, dass du es durchtrennen kannst. Ja, da kann man nicht mehr schneiden. Also wir geben ein bisschen Abstand. Genau, haben wir genug Platz bei dem Baum. Dass wir das ordentlich abschneiden können. Zu weit da unten. Viel zu weit beim Baum. Man muss einmal vorher sich einstellen, dass die Schlagplatte gerade ist nach dem Schlag. Ja, so wäre es gut. Und so hält dann auch der Keil. So, nicht vor dem Baum vorbeigehen, schwerer Fehler. Ja, Wurzelanlaufstücke können vorher entfernt. Ein bisschen Chaos ist diese Fällung, schau, gell. Und jetzt, was ist jetzt? Kein Benzin. Ah, Sprit ist aus. Tanken unter der Fällung ist eigentlich ein No-Go. Gell. Naja, kann man nichts machen, Gott sei Dank steht das Stützband noch. Naja, du musst einmal tanken. Unnötige Zeit. Ja, Stutzband durchtrennen. Schauen wir bitte, dass wir genau den Schnitt treffen. Wenn er weggehen sollte, zurückweichen. Ja. Die Motorsäge gehört auf die Werkzeugablage. Nicht in den Arbeitsbereich. Die brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Genau, zweiter Keil. Schön nebeneinander. Auf den Keil schlagen. Das ist gut, wenn man sich wieder mal einstellt, bevor man drauf haut. Und dann abwechselnd keilen. Gell? Wir haben gesagt, mit der negativen Bruchstufe wird es wahrscheinlich sehr schwer gehen und das sieht man wirklich schön. Er lehnt sich dann auch noch ein bisschen bei einem anderen Baum an. Aber das wird schon was werden. Okay. Jetzt brauchen wir dann einen Nachsitzkeil oder zwei Keile doppeln. Einmal freikeilen. Den Kunststoffkeil, genau, zwei übereinander. Ja, das wird so nicht funktionieren. Da muss man Sägespäne dazwischen geben. Da haben wir ja genug. Moos würde auch funktionieren. Genau, und so funktioniert das dann mit zwei Keilen. Wenn es geht, abwechselnd draufhauen. Man kann auf die zwei Keile abwechselnd draufhauen. Wenn man ein bisschen ein Ziel hat. So, geht nur nicht, jetzt lehnt er sich bei einem anderen Baum an. Alufreikeil, freikeilen. Genau. So, und jetzt wieder ein Doppler mit einem Nachsitzkeil. Ja, der geht wirklich schwarz im Keilen, gell? Abwechselnd draufhauen. So, und jetzt zurückweichen bitte, zurückgehen. Der Baum fällt. Hey, zurückgehen!
Das ist natürlich jetzt wieder ein schwerer Fehler. Nie beim Stock stehen bleiben, immer zurückweichen, bitte angewöhnen. Da kann immer irgendwas herunterfallen, kann was passieren. Naja, die Performance war so mittelmäßig. Ich glaube, jetzt schauen wir sich noch einen Baum an, wo es besser funktioniert. Vor der Fällung tanken, genau. Die Baumbeurteilung hat schon stattgefunden. Fellrichtung genau bestimmen, einen Punkt merken, den Sohlenschnitt setzen, im Knien im besten Fall Holzfällerhocke, also ein Knie am Boden, schön über die Visierung blicken, noch korrigieren, genau, und quasi nachputzen, dass sie die Schnitte genau treffen. So sollte es ausschauen. Fehlrichtung nochmal korrigieren, genau über dem Spitz, und dann sieht man genau, naja, links von diesem Stock, Buchleiste markieren, zwei Finger breit bei mittligen Bäumen, ist ein bisschen so eine Richtschnur, zwei Finger sind in Handschuhe, so 3-3,5 cm breit, geht natürlich auch am Boden. Hier sieht man den beigeschnittenen Wurzelanlauf, das ist zugleich der Splintschnitt und nur auf Höhe der Fallkerbsohle, braucht nicht tiefer sein. Also es ist nicht notwendig, da tiefer zu schneiden. Splintschnitt nach dem Markieren von vorne, sieht man, wie tief man ist. Und so ist eigentlich der Baum ordentlich vorbereitet. Genau, Warnruf und Umblick, immer vor der Fällung. Einstechen, da könnte man sich niederknien, das wäre vielleicht noch ein bisschen schlauer. Wie die Visierung kontrollieren, ob man eh parallel ist. Das macht auch ganz gut. Und man kann natürlich jetzt durchstechen, hinter der Bruchleiste, nicht bei der Bruchleiste, nach vorne schneiden. Wenn das Schwert nicht lang genug ist, dann hat man drüben die Markierung nicht, dann muss man über die Visierung schneiden, dass das genau passt. Oder man zieht das Schwert ein bisschen aus dem Baum heraus und schaut, ob man parallel ist. Das geht genauso. Okay? Dann müssen wir von beide Seiten schneiden, wenn man nicht gelangt. Aber in diesem Fall geht es sich aus mit dem Schwert. Man lässt sich wieder das Stützband. Setzt einen Keil. Bei dickeren Bäumen kann man auch gleich beide Keile setzen natürlich. Aber bevor man da jetzt den Keil herumschneidet, zwingt Platz und einen Keil setzen. Zur Werkzeugablage die Motorsäge abstellen und umkeilen, immer mit zwei Keilen. Ich weiß, liebe deutsche Zuseher, nehmt einen Keil, aber wir Österreicher nehmen immer zwei Keile. Und dann abwechselnd draufhauen. Der Abstand zum Baum passt genau. Und wenn er fällt, zurückweichen. In die Richtung, wo man steht, nicht den Baum kreuzen, also nicht beim fallenden Baum vorbeigehen. Und dann, ja, fällt er um. Ja, so würde das ausschauen. Das wäre ein bisschen der Ablauf einer Baumfällung. Natürlich aufs Absichern nicht vergessen. Wenn irgendwo ein Weggefährdet ist, bitte Warntafeln verwenden. Ja, Baumbeurteilung habe ich schon gesagt. Immer schauen, wo hängt er hin, ist er gesund und so weiter und so fort. Aber vielleicht mache ich noch ein extras Video zur Baumbeurteilung. Ja, wer es noch nicht auf dem Abo-Knopf gedruckt hat, druckt es drauf. Ein paar Impressionen jetzt nur von der Aufarbeitung. Jetzt schauen wir in Hans und Maus Formen zu. Er schaut jetzt einmal, misst, markiert, kontrolliert, zieht ein und schneidet dann auch diesen Stamm ab. Zug und Druck beachten, Druckseite ist jetzt oben gewesen, da beginnen wir und bei der Zugschneiden schneiden wir fertig. Ein bisschen grump ist er, gell? Aber naja, für ein C-Wahl wird es schon reichen, passt schon. Danke fürs Zuschauen, vierte.